Schwindelgefühl. Schwindelgefühl loswerden. Es gibt viele Patienten, die auf mich zukommen und haben Schwindel. Das ist ein Symptom und das ist mir sehr wichtig, dieses Thema, weil ich habe stark zu tun gehabt letztes Jahr mit Schwindel. Ich lag am Boden im Büro und ich konnte nicht mehr aufstehen wegen Schwindel. Und viele Patienten haben Schwindel, jeder zehnte Patient klagt darüber und es wird ein bisschen totgeschwiegen. Und deswegen war mir es sehr, sehr wichtig und ein Herzensanliegen, dieses Video über Schwindelgefühl zu drehen. Schwindelgefühle oder Schwindel sind, wie gesagt, ein Symptom. Und drei Körperkomponenten sind für die Regulierung zuständig und diese müssen im Einklang stehen. Kannst du dir vorstellen, welche drei das sind? Ich verrate es dir. Das erste sind die Augen. Das zweite sind die Ohren mit dem Vestibularapparat innen drin. Und das dritte ist die Peripherie, die Beine, die Rezeptoren in den Tast- und Fühlsinn. Das sind die drei Sachen, die wichtig sind. Und jetzt kannst du dir auch vorstellen, wenn du unter Schwindel leidest, wo die Probleme liegen könnten. Und das ist in den drei Komponenten. Auge, Ohr oder, sage ich mal, die Fühl- und Tastsinnapparate. Da solltest du auch, so solltest du auch vorgehen, wenn du Schwindel hast, zu den Ärzten, die dann im Endeffekt diese Dinge untersuchen können. Geh zu deinem Hausarzt, geh dann von dem Hausarzt zum Augenarzt, zum Hals-Nasen-Ohrenarzt, zum Neurologen. Und was mir auch sehr gut geholfen hat, ist die Schwindelambulanz. Ja, das waren so die Sachen. Und ein Geheimtipp noch von mir, es kann auch von Halswirbelsäule kommen. Geh auch doch ruhig mal zum Orthopäden. Das sind die Ärzte, die ich dir empfehlen würde, um den Schwindel mal auf die Schliche zu kommen. Weil das Quälendste ist ja, und das war bei mir der Fall, nicht zu wissen, warum kommt der Schwindel, wie oft kommt der Schwindel und wie kann ich den eigentlich bekämpfen. Und bei mir war es eine Sache, dass ich mich sehr ungesund ernährt habe. Ich habe meinen Stoffwechsel, mein Gehirnstoffwechsel war einfach nicht mehr so gut. Ich habe auch eine Anomalie, das wurde da auch rausgefunden im Gehirn. Und deswegen habe ich mich auch sehr stark dann von meiner Ernährung umgestellt, die dann speziell für das Gehirn auch geeignet war. Und aber Schwindel ist ein Symptom, was bei vielen Erkrankungen auftreten kann. Und es gibt so viele verschiedene Schwindelarten. Und um die alle dir vorzustellen, dann müsste ich fast über eine Stunde dieses Video laufen lassen. Und aber mir war es extrem wichtig, dir zu zeigen, was alles für Ärzte besucht werden sollten, um dem Schwindel auf die Schliche zu gehen und wo das Ganze liegt. Ja, dass du da einfach Bescheid weißt, weil wenn du nicht mehr richtig sehen kannst aus irgendeinem Grund, dann ist dein Gleichgewichtssinn gestört. Wenn du, sage ich mal, mit dem Ohren Probleme hattest, Tinnitus oder irgendeine Komponente mit den Ohren, eine Mittelohrentzündung, das kann es natürlich sein. Oder wenn du eine Diabetes leidest, da, das ist, kann alles damit zu tun haben. Und das sind die drei Komponenten, die du dir wirklich anschauen solltest. Und jetzt gebe ich dir auch nochmal drei Übungen mit, die mir sehr geholfen haben, wie du Schwindel langfristig auch aktiv bekämpfen kannst. Was für Übungen sind das? Das sind drei Übungen, die du machen solltest, wenn du keine Schwindel hast. Du legst dich ganz flach aufs Bett und fixierst einen Punkt. Einen Punkt, der sehr wichtig ist. Wo du sagst, okay, dann malst du dir was hin oder hast einen Punkt, wo du dich genau drauf fixierst. Und dann drehst du den Kopf nach rechts und nach links und guckst, dass du den Punkt immer wieder sozusagen anpeilst. Das ist die erste Übung, die ich dir empfehle. Die zweite Übung, die mir sehr gut geholfen hat, war Jonglieren. Jonglieren ist ein für das Gehirn ein sehr, sehr guter Faktor, um das ganze Gleichgewicht zu halten. Ja, das ist der zweite Tipp. Es gibt 10 Übungen, die ich dir zeigen kann. Ich zeige dir heute mal 3. Also erste war im Liegen, zweites war Jonglieren und die dritte Übung, die nenne ich jetzt mal die Polizeiübung. Das ist auf einem Bereich, der gerade ist, also ein Strich, gehst du und tänzelst im Endeffekt genau auf diesem Strich, um dein Gleichgewicht zu halten. Das ist das Thema und wenn du dann
damit fit bist, dann machst du sogar noch die Augen zu. Ja, das waren drei Übungen, die mir unglaublich gut geholfen haben, die ich immer wieder mache, um den Schwindel im Griff zu behalten. Wenn du Fragen zu dem Thema Schwindel hast, dann schreib mir in die Kommentare. Wenn du jemanden hast, der Schwindel hat, dann sag dem Bescheid. Sag ihm, dass er das Video mal schauen soll, ob es ihm was hilft. Das ist mir auch wichtig. Der kann mir auch gerne schreiben, dass wir da noch tiefer reingehen können. Wenn dir es also gefallen hat, dann like es auf jeden Fall. Und wenn du mir einen ganz großen Gefallen tust, dann abonniere auf jeden Fall den Kanal. Das war das Thema Schwindel, ganz, ganz kurz zusammengefasst, da es ein sehr komplexes Thema ist. Ich freue mich, von dir das nächste Mal zu hören. Mach's gut, dein Frank.